Der Vizepremierminister von Moldawien hat angekündigt, dass russische Raketen und Drohnen ihren Luftraum während eines massiven Angriffs auf die Energieinfrastruktur der Ukraine verletzt haben. Mihai Popsoy verurteilte diese Handlung, die Verletzung ihres Luftraums durch Russland, berichtet BUZ Plus. Er erklärte, dass die Explosionen in der Nähe ihrer Grenze und das tieffliegende Drohnen über die Dörfer Moldawiens das Risiko für das moldawische Volk durch den brutalen Krieg Russlands erhöhen. Dies ist nicht das erste Mal, dass russische Streitkräfte die Lufträume der Nachbarstaaten der Ukraine verletzen. Solche Vorfälle wurden in Polen und anderen Ländern gemeldet. Dies zwang die Sicherheitsbehörden, Kampfflugzeuge in die Luft zu bringen, um ihren Luftraum zu schützen.